Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scribblenauts Unlimited. Und das letzte Mal waren wir hier in diesem kleinen netten Schlösschen, haben dort ein bisschen Quatsch gemacht. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal woanders hin. Mal gucken hier, gehen wir mal hier, sieht aus wie eine U-Bahn. Die Unterlinie. Der Subline. Ja, den Timer stellen, damit ich weiß, wie lange ich überhaupt aufnehme. So, gucken wir mal hier. Oma mit Krückstock. Und ein Wischtypi, ein Punker. Nice. Und ein Dicky. Guten Tag. Ich bin so hungrig, dass dieser Automat leer ist. Mal schreiben wir Schokoriegel. Schokoriegel. Zack. Auffüllen. Oh yeah, lecker Schokoriegel, Schmatzo, Schmacko. Ne, was ist denn hier bloß los? Da müssen wir ein Adjektiv hinzufügen. Voll. Volle. Zack. Und hat nichts gebracht. Moment, vielleicht gibt es hier irgendwo einen. In Süßigkeiten Händler. Süßigkeitenladen. Na gut, dann nehmen wir halt einen Süßigkeitenladen. Mir doch egal. Warum kann ich das hier nicht hinstellen? Kann ich den hier irgendwo hinstellen? Warum kann ich den hier irgendwo hinstellen? Ah, da. Zack, boom. Ja, komm mal mit, Junge. Folgend. Feige, fragender, nee, ist doch blöde. Wie kriege ich das Ding jetzt hier voll? Gefüllt? Ja, Mann, ich will das Objekt bearbeiten. Nein, ich will nicht das Objekt bearbeiten. Na, weil ich den Knopf gedrückt. Oh, obwohl. Da können wir uns hier mal mit diesem Teil hier beschäftigen. Oh. Größer und kleiner machen. Hier hat man einen Vergleich. Kann ich das irgendwie verschieben? Oh, cool. Okay, was ist das hier? Male. Oh, cool. Oh, rot. Der rote Automat. Jetzt blau, schön Super Mario blau machen. Super. Hey. Noch mehr Farben? Hellblau? Hellblau. Zack, zack. Mach dich voll. Ja. Na. Ach, das ist aber... Ja. Was können wir hier noch machen? Stempeln? Ein Kopf. Ein Ohr. Hi. Warum geht das nicht? Klar. Warum nicht? Hä? Das ist ja doof. Mülleimer. Oh, eine Rüssel. Schnauzbart und Rüssel. Super geil. Oh, eine Punkerfrisur. Zack. Na. Warum nicht? Das muss gehen. Alter. Das ist doch blöd hier. Was haben wir denn hier noch? Aha. Oho. Ui. Das ist natürlich noch geiler, ja. Warum ist der so klein? Ich dachte, der ist größer. Na gut, dann nehmen wir jetzt noch den großen Kopf. So. Hey. Gib mir das Bart. So. Speichern. Schreib einen Automat. Das ist der Rüsselmat. So, cool. Nice. Ja, perfekt. Adjektiv hinzufügen. Voller. Eigentlich wollte ich ja. Gefüllt. Jetzt freut er sich.
Nee, doch nicht. Hä? Ich bin so hungrig. Jetzt ist der Typ voll. Ah, Zeit für einen Snack. Der Typ musste also eigentlich voll sein. Hey, was hast du für ein Problem, Junge? Achso, das war wieder so ein Maxwell-Bruder. Ich könnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Was kriegt der für eine Fähigkeit? Malerisch. Ja. Nee. Huch. Hat er eine Krone auf. Toll. B. Alter, ich sehe die Tastatur nicht. Begabt. Ah. Bringe einem Bettler das Angeln bei. Hehehe. Okay. Was gibt's hier für ein Problem, Meister? Ich sollte besser die Pfützen aufwischen. Ein Objekt brauchen wir dafür. Einen Mob. Mob. Hier kriegst du deinen Mob. Viel Spaß damit. Hui. Juhu, einen neuen Splitter. Was gibt's hier? Oh, hilft dem Straßenkünstler dabei, seine Karriere als Rockstar zu starten. Oh ja, das gefällt mir. Das hat nichts mit der Oma zu tun. Ich habe keine Lust mehr zu stehen. Gib mir den Stock, Junge. Cool. Ein Rollstuhl. Ah, ja, nee, ist klar. Cool. Machen wir was von den Rockstar. Gib mir das Teil. So, Start. Street Rockstar. Oh yeah. So, er will ein Rockstar sein. Zuerst braucht er ein besseres Instrument zum Rocken. Coole Klamotte. Okay. E-Gitarre ist ja klar. EC-Karte. I, Alter. Ja. E-Gitarre gibt's nicht. E-Gitarre. EC-Karte. Dann brauch halt eine Gitarre. So, hier. Yeah. Cool. Dieses Instrument ist klasse, aber meine Band hört sich mit weiteren Mitgliedern besser an. Metal-Typ. Metaller. Metzler. Hier. Ne? Nicht cool? Scheiße, Musiker so. Passt schon. Musiker, Rockstar. Oh yeah. Was ist das jetzt für einer? Vater? Du sollst lieber zur Schule gehen und nicht deinen Hobbys nachgehen. Das nenne ich mal eine Band. Jetzt brauchen wir Ausrüstung für eine echte Show. Eine Lichtwerfer. Weiß nicht, gibt's sowas? Lichtfinger, Lichtreflex, leichter Speer, Leuchtfeuer. Ja. Hey, ist so eine geile Show, oder? Was brauchen wir so noch? Für Effekte Rauch. Rauch. Generator. Ja. Rauchgenerator Panzer. Was? Brauchst du nur eine Lampe oder was? Da. Was brauchen die denn noch, Mann? Das nenne ich mal eine Band. Jetzt brauchen wir eine Ausrüstung für eine echte Show. Gibt's hier nicht irgendwann mal Tipps nach x Sekunden oder so? Bin überfragt. Das nenne ich mal eine Band. Jetzt brauchen wir eine Ausrüstung für eine echte Show. Ausrüst.
Rüstung. Ja. Schutzausrüstung, Samurai-Rüstung. Samurai-Rüstung finde ich gut. Zack. Hey, sieh das Ding an. Ja, endlich ein Tipp. Wir brauchen etwas, das unseren Sound verstärkt. Und dann brauchst du einen Equalizer. Ja. Hä? Alter. Wo ist das eher ein Verstärker? Endlich. Cool. Das war blöd. Aber die Lampe gefällt mir dazu sehr gut. Street Rock fertig. Oh yeah. Gesamte Starrights 11 Stück. Weiter geht's. Okay, was gibt's hier noch zu erledigen? Hier wird noch der Oma gewedelt. Was ist das? Hi. Angestellte gibt's kein Problem. Oh, was ist mit dir? Ich möchte etwas von diesem Stand kaufen, aber ich bin pleite. Da gibt's ein ganz einfaches Mittel. Nämlich den Goldtopf. Da. Ey, komm, mit dem Goldtopf wirst du dir wohl eine Blume kaufen können. Aber ich habe gelernt, es gibt eine EC-Karte. Oh, Mann! EC-Karte. Hier. Alter, Moneten. Da. Meine Güte. Dass sie immer so strikt vorgehen müssen, ja. Ist der Fantasie überhaupt nicht so toll. Level vollständig jetzt schon. Wo geht's hier hin? Ach, raus. Oh, willkommen im Hüfenhöhen. Die Hüfenhöhen. Da ist wieder ein Bruder von Maxwell. Und ziemlich viele Leute hier. Und ein Vogel. Ein Kardinal. Ah. Hilf mir mit dem Vogel Freundschaft zu schließen. Erstmal müssen wir die Oma nett machen, das ist ja ganz klar. So. Halt, nein. Dann braucht die Oma natürlich ein Gewehr, weil das ja klar ist. Ja, damit kannst du mit dem Vogel schön Freundschaft schließen. Hallo, Freundschaft schließen, jetzt. Oh Mann, ey. Vogelfutter. Vogelweber, Vogelbauer, Vogelkundler, Vetter, Vogel Ifrit. Guck mal, sie haben sich lieb. Wie kann man mit dem Vogel bitte Freundschaft schließen? Keine Ahnung. Machen wir mal weiter hier. So, was geht's mit dir? Baseballspieler. Wirfst du unseren Ball zurückholen? Tritt nicht auf den Rasen des alten Mannes. Harmloser Großvater, also harmlos ist der aber nicht hier. Komm mit dem scheiß Ball. Was ist denn hier los? Ah ja. Jetzt kommen die fantasievollen Sachen. Eine Angel. Eine Angel. So. Benutzen. Oh. Lal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 a. Tschüss, Opa. Hä? Kann ich jetzt hier die Angel irgendwie wieder? Ja. Hier, Opa, hast du eine Angel? Jetzt rennt er damit zurück. Haha. Lol. Runter von meinem Rasen. Sehr fantasievoll gelöst. Nice. Was ist das? Altersheim. Kletter auf das Altersheim. Hi. Hilf mir, ein besserer Basketballspieler zu werden. Da brauchen wir... Michael R. Jordan. Ob wird das so geschrieben? Ja, Yendai. Arobe. Miese. Ja, guck mal, das hilft dir doch bestimmt. Oh. Nix gut. Naja, gut, okay, da kriegst du jetzt hier mal halt einen Ball, meine Güte, Basketball.